ich halt vom Fliegen. Ah. Mitgenommen. Gut, hätten wir die schon mal. Ich meine aber, hier liegt irgendwo noch eine rum. Ich meine, man kann hier zwei... Ich sehe das da hinten. Ja, geil, ich sag's doch. Für beide Parteien jeweils eine. Das Schöne daran ist, es gibt, glaube ich, verdammt viele Erfahrungspunkte. Und dann werden wir uns blitzschnell... Ich hoffe, dass die Fähigkeitspunkte dann bald ausreichen und uns Meister in Drachenfertigkeiten zu machen, weil ich will meinen Drachen ja so schnell wie möglich da drin Meister machen, damit wir fliegen können. Das habe ich schon immer so gemacht. Ich habe meinen Drachen immer vor allen anderen da drin bewandert zu fliegen, damit die einfach auf ihn herumfliegen können. Das ist doch toll, ne? Ja, das macht ja nicht gar keinen Sinn, dass er die ganze Gruppe mitläuft, beziehungsweise mitfliegt, wenn er selber eigentlich fliegen kann, ja. Aber wenn er dann Flug lernt, dann kann er halt lernen, wie er seine Leute mitfliegen lassen kann. Das ist natürlich super toll. Super toll ist das dann natürlich. Und wir können hier irgendwo, wer wollte die Giftdinge haben? Ich glaube, wir werden uns hier einfach mal hier durchklicken. Wir haben wahrscheinlich wieder scheiße Erfahrung für den Kampf gekriegt, ne? Ja, das dachten wir nämlich. Wir haben scheiße Erfahrung dafür bekommen, dass wir uns die ganze Zeit geklopft haben. Gift! Da haben wir es! Die Drachen der Grottenschluss sind gegenüber ein Giftanfälle, die man gewinnen kann. Die Blume hält auch gleichzeitig ein Gift wie dieses Gift. Ja, die ist wirklich Drachenschluss. Sobald wir das Gift heraus gewonnen haben, werden wir die Drachenbevölkerung auslöschen. Hey! Schön! Das heißt, für ein bisschen Feuerresistenz für alle von uns. Für alle, die was davon kriegen können. Achso, sie war die Einzige, die es noch nicht bekriegen konnte, weil sie ja Dingens hatte. Weil sie ja erst später in die Gruppe mit reinkam. Na gut, damit hätten wir die hier schon mal abgegeben. Waffenmeister können wir hier werden. Dann werde ich gleich nochmal den Giftauftrag bei der Drachenhöhle abgeben. Wie viel Erfahrung haben wir? Weiß nicht, wie viel Erfahrung wir dafür bekommen haben. Doch, schon ein bisschen. Doch, doch. Schon. Das ist doch schon einiges wert. So, dasselbe gehen wir jetzt nochmal da drüben ab bei den Drachen. Ja, das ist voll. Das ist echt, man fühlt sich echt so zwischen den Fronten, als würde man dann wie so ein Doppelagent agieren. Das ist natürlich total lustig eigentlich. Und da drüben sind leider die Drachen. Ihr müsst euch das mal auf der Luftlinie vorstellen. Hier leben die Drachen. Da leben die Drachentöter. Die leben so nebeneinander, so vor sich. Und ja, wir haben uns gern. Wir sind hier so und leben hier auf derselben Karte. Man würde sich vorstellen, dass sie eben so 1000 Meilen so voneinander ableben. Nö. Denn in der Krabbenschlucht ist das alles egal. So, Drachenmeister kann ich noch nicht lernen. Das sind die zwei bösen Wachen, die mich wahrscheinlich immer noch töten wollen für das, was ich getan habe. Aber wir wollen jetzt nochmal den Giftauftrag bei den anderen Heini abgeben hier. Guckt nicht alle so, als würdet ihr gleich auf die, so sterben wie sonst was. Übrigens in der Dungeon Engine, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ist es so, dass man nicht sterben kann durch durch Fallschaden. Das geht hier gar nicht. Das geht nur in der Horizon Engine. So, wer wollte das mit dem Gift? Drachen der Grotten sind gegenüber ein Gift anfällt, dass man Sachen gewinnen kann. Die Blume hält auch gleichzeitig ein Gegengift. Das ist wirklich die Drachenblume. Sobald wir die Blumen vorbereitet haben, aber dann sind wir gegen das Gift, das die Drachen hier gegen uns verwenden, immun. Jupp, somit wäre dieser Doppelauftrag auch erfüllt. Und wir haben jetzt ordentlich Erfahrungspunkte bekommen, die wir natürlich gleich einsetzen werden. Das sind nicht gerade wenig Erfahrungspunkte gewesen. Das wird cool. Okay, gut, geht wieder. Gehen wir mal raus hier. Hat er nicht toll einen Tag dazu gehört? Ich finde, das hat der liebe Wechselengel Sarge ganz toll gemacht. Bitch. Das sind die besten Leute hier, So, damit würde ich sagen, gehen wir mal trainieren in der Drachenschule. Ich glaube, das ist ja aber verdammt teuer, ne? Vielleicht sollten wir uns lieber woanders trainieren lassen. Nochmal in einem anderen Land. Aber mal sehen, wie teuer das hier wird. Wenn es hier nicht so teuer wird, dann mache ich das auch hier. Ich hoffe mal, das kostet so 100 Gold pro Stück hier. Wenn das mehr kostet, dann denke ich mir so, ihr Betrüger! Denke ich mir dann. Aber wir haben doch alle Drachen getötet da drüben. Aber da müssen wir echt alle Drachen... Nee, das ist ein anderer Auftrag. Das ist ein anderer Auftrag. Ausbilder, gut gemacht. Okay. Macht weiter so. Gut, das kostet nicht so viel. Gut gemacht. Macht weiter so. Gut gemacht. Macht weiter so. Ja, wir haben jetzt ordentlich mal hier Ruhm beklärt. 196 Ruhm haben wir schon. Und wir werden unseren... Scheiße! Ich brauche Hufeisen. Ich brauche unbedingt ein Hufeisen. Wenn ich ein Hufeisen habe, dann kann ich ihn nicht hochleveln. Aber okay. Wir machen dich hier drin. Pfeil entschärfen mache ich dich besser. Und in der Kette. Und ja, du brauchst ein Hufeisen, mein Freund. Dich mache ich mal in die Fähigkeiten so gut, dass du überall drin so weit Experte werden kannst. In Leder vielleicht auch mal. Das kann ja nicht schaden.
Man sieht ja, wie viel brauchst du nicht lernen. Mache ich dich besser drin, genau. Hier mache ich dich im Bodybuilding. Naja, brauchst du nicht. Brauchst du beides nicht. Hast du einfach bekommen von mir, weil ich so nett bin. So. Peitschen wirst du lernen. Und Meditation mache ich dir natürlich auch besser drin. Und natürlich nochmal ein bisschen was. Auch die Lichtmagie, die kann man auch mal langsam besser machen. So, hier Bodybuild. Waffenmeister wird erstmal hochgebracht, damit du da gleich Experte drin werden kannst. Platte mache ich hoch. Und Schwert mache ich noch ein bisschen höher. Gut, alles klar. Ja, dann sollen wir demnächst auch mal vielleicht mal neue Bögen kaufen gehen. Das kann man sich ja auch mal überlegen. Aber erstmal hier, da irgendwo da drüben war der Waffenmeister gewesen. Und ihr wisst ja, was es bedeutet, wenn wir Waffenmeister besser werden. Jetzt haben wir noch 23 bis 29 Schaden. Aber wenn wir gleich Experte sind, dann glaubt man dran. Das wird mehr werden. Dann gehen wir erstmal hier rüber. So, Experte. Fuck. Du bist der Falsche. Mit dir wollte ich gar nicht reden, blöde olle Biatch. So, wo ist er? Hab Dank für eure Hilfe, man, ist das. Wer bist du? Bist du das hier? Hier bist du. Da. 23 bis 29 war es eben. Und jetzt ist es immer noch 29. Ach, sorry. Das war ja erst Experte gewesen. Das war ja. Das ist hier. Das wundert mich. Hier ist nicht der Angriffswert hochgegangen, nicht der Schadenswert. Das ist jetzt der Angriffswert gewesen, der hochgegangen ist. Der Angriffsbonus heißt, wir treffen jetzt öfter. Mit Meister wird der Schaden höher. Das war das gewesen. Gut, das ist doch cool. Jetzt können wir schon so in einigen Sachen schon Experte werden. Das sollte man sich auch mal überlegen. Weil alle sich gegenseitig auslöschen. Sind völlig wahnsinnig geworden, alle hier. Das ist unglaublich. Gut. Das ist ja schon mal auch vollbracht. Ich mag auch gar nicht aufhören, es hier aufzunehmen. Ist mir aufgefallen, dass die Burg hier leicht zerstört ist. Hier an den Seiten. Auch ein bisschen natürlich dadurch vernarbt. Durch die Angriffe von den lieben Drachen. Das merkt man hier so ein bisschen. Meister Bodybuilding können wir nicht mehr. Wer ist denn der Experte da drin? Ach ja, auf den Dorfwohninseln finde ich den Experten in Bodybuilding. So eine Echse, wisst ihr? Also so eine mickrige Echse ist da drin, ein Experte. Finde ich total lustig. So, wir wollen nochmal zurückgehen. Anscheinend sind da ja nicht alle tot, weil sonst würden wir das Spiel sagen, dass da alle tot sind. Es kann sein, dass da eine Kreuzritter weggerannt ist. Das will ich gar nicht ab. Das will ich ja gar nicht ablehnen, ne? Das kann gut sein. Aber ich sehe da ja niemanden. Ist da wirklich. Muss mich hier einmal umsehen ein bisschen jetzt, ne? Ist ja unglaublich sonst, wenn der jetzt einfach weg ist. Und wir werden uns natürlich nochmal des Fliegens bedienen müssen. Was liegt denn da hinten herum? Datura. Datura ist der Wirkstoff, mit dem ich mich enthält, kann verwendet werden, um blaue Tränke zu mischen. Okay. Nehmen wir einfach mal mit, damit können wir uns wenigstens Tränke machen. Nehmen wir einfach mal mit, das ist ja ganz toll eigentlich, so blaue Tränke. Was sagst du so, Rüdiger? Haha, das hat echt geklappt, Mann. Eine gute Mischung. Haha, das hat echt geklappt, Mann. Ich hab keine Ahnung. Okay, gut. Wir können zum Felswüstenland reisen, wenn wir wollen, aber wir sind ja nicht so verrückt. Tja, ich würde sagen, wir werden jetzt gleich nochmal noch jemand anderen besuchen müssen. Noch einmal jemanden besuchen müssen, damit wir Dinge kriegen. Ich glaube, jedes Mal mit jedem Level-Up werden natürlich auch unsere Eigenschaften automatisch besser. Das muss auch nochmal gesagt sein. Aber wir sollen angeblich noch mehr Leute töten. Ja, was ist denn? Tötet alle Drachen hier und bringt das Schwert von Whistlebone und den Drachen zu Dave, Claw, Red Reaver in die Garottenschlucht. Ja, das ist der Drache, aber. Das müssen alle. Also, den Auftrag habe ich doch schon, oder nicht? Tötet alle Drachen in der Wildnis. Tötet alle Drachen hier in der Wildnis um Drachenschlucht. Das können wir mal entscheiden. Ihr seid alle behindert. Wisst ihr, was das Witzige ist? Das Witzige ist, dass die Drachen ja auch als Drachenjäger gelten. Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung, was das sein soll. Halt, stopp! Okay, gut, das sind alles sehr mächtige Gegner. Das weiß das Spiel auch, aber es sind ja auch alles nur. Keine Ahnung, was das sein soll. In dem Sinne Kreuzritter, das sind ja alles keine starken Gegner. Und die noch nicht mal. Die Drachen hier, die können übrigens, auch wenn sie so aussehen, die wurden in der Art und Weise gezähnt, dass sie nicht mal ihre Feuerbälle schießen können. Nein, die schießen, die können euch nur angreifen. Aber bevor ich das hier in Angriff nehme, will ich erstmal Meister sein im Drachenscheiß da. Weil sonst macht das alles keinen Sinn. Weil sonst können wir nicht die ganze hin und her fliegen und unfair sein. Geil. Okay, gut. So witzig ist das natürlich nicht. Eigentlich schon. Ist hier hinten vielleicht noch ein paar. Aha. Wir müssen gar nicht wegreisen. Wir nehmen mal die Hufeisen, die hier sind. Danach kriegen wir nochmal ein bisschen Genauigkeit. Wieso kriegst du keine Genauigkeit dazu, Blöder? Anscheinend nur für ihn hier. Ja, okay. So. Mexican Touch mit seinen 90 Genauigkeit.
Alter Schwede, ist das sinnlos übertrieben. So, dann mal her damit. Gib ich dir mal alle drei und hier kriegst auch noch einen, weil du so nett guckst, Dude. So, das Witzige daran ist, das wird dann noch niemand mehr hier ordentlich angezeigt. Bodybuilding für den Drachen kann auch nicht schaden, aber wir wollen hier erstmal, jo, ein Monster identifizieren, ein bisschen besser machen, weil sonst kommen wir gar nicht hinterher, damit die Monster, gegen die wir kämpfen, zu identifizieren. Ist mir unbekannt. Sonst wären wir darin ja niemals gut. Aber jetzt können wir uns zum Meister daran machen, Drachenfähigkeiten Meister zu werden. Also das ist so witzig, das wird gar nicht richtig angezeigt in dem Spiel. Es ist einfach zu lang, der Name. Es ist einfach zu lang. Was will man machen? Der Name ist einfach zu lang. Das ist, weißt du, selbst Daniel sagt dazu, also weil der Name zu lang ist. Er wird ja gerne, aber es ist halt... I would if I could, bitch. Das geht halt einfach nicht. Er kann das einfach nicht. Das ist einfach das Behinderte daran. So, dann wollen wir mal zu den Drachenhöhlen zurückgehen. Das ist ein ganz viel hin und her gewandert gerade wieder im Spiel. Aber ja, was will man machen? Auch das wird jetzt beseitigt. Just in dem Moment werden wir uns der Sache annehmen. Und ich werde das tun, worauf ihr alle gewartet habt. Ich werde einen lustigen Zauber lernen, der uns alle so ans Herz gewachsen ist. Juhu, kostet nur 4000. Ja. Fliegen. Ermöglicht es dem Drachen, die Gruppe durch die Lüfte zu tragen. Diese Fähigkeit ist sehr aufwendig und entfaltet ihre Wirkung nur im Freien, aber sie ist sehr nützlich. Fliegen kostet dem Drachen alle 5 Minuten einen weiteren Zauberpunkt, solange der Spruch aktiv ist, solange die Gruppe nicht an dem Boden berührt. Okay, kostet keine Zauberpunkte mehr, wenn wir erstmal Großmeister sind, solange kostet das halt Energie. Heißt also, wir haben dann wieder 500 Minuten... Also 8 Stunden. Also, wenn wir keine Fähigkeit einsetzen, können wir damit gut 7 bis 8 Stunden durch die Luft fliegen. Das sollte genug sein. Und jetzt können wir fliegen. Weiß noch nicht mehr, was meine Tastenbelegung dafür war. Fliegen. Was war Fliegen? Womit habe ich das ausgelegt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. Nein, das ist mein Inventar. Was habe ich Fliegen genommen? Fliegen. So, ich habe doch Fliegen. Ich habe Fliegen besetzt. Da bin ich mir nicht recht sicher. Was sind Fliegen? Muss ich nochmal nachgucken anscheinend. So, was ist denn Fliegen? Sich zentrieren, vergrößern, nach unten, nach oben. Nach oben fliegen, Insert und Delete. Ah, okay, darauf habe ich das gesetzt. Sehr schön, damit kann ich leben. Ja, es ist wieder Zeit zu fliegen, meine Freunde. Es geht wieder los. Alles andere ist wieder scheißegal. Na, wir können uns auch noch mal ein bisschen hier umsehen. Jetzt wird das Ganze hier natürlich noch schwieriger von der Steuerung her, wenn wir hier noch rumfliegen. Okay, da wohnt dieselbe Frau drin. Je nachdem, ob wir nach oben... Irgendwo war es nicht egal, ob man oben oder unten reingeht. Mann, hier waren zwei verschiedene Orte noch gewesen. Großmeisterplatten und Drachen auf Regner. Okay, jetzt bin ich hier drin gelandet. Das wollte ich gar nicht. Ich will hier wieder raus. Meint das. Okay, alles klar. Numlock kann ich auch mal anmachen. Das sind hier... Kann ich hier noch irgendwas machen? Hier kann ich durchzwitschen mit. Je nachdem, welchen Numblock ich drücke, wird diese Person dann ausgewählt. Das ist natürlich auch cool. Coole Shortcuts, wenn man so will. Naja. Nächstes Mal, würde ich sagen, werden wir dann versuchen, unsere lieben Freunde hier auszurotten. Das wird ein Spaß werden, wenn man so möchte. Ja, schon. Wie schießt du eigentlich mit dieser Armbrust? Wie sieht das eigentlich aus, wenn du dann erstmal damit losfeuerst? Schießt aber echt verdammt schnell. Ist ja aber richtig verdammt schnell. Ja, anscheinend werden wir alle hier umbringen. Es wird einfach nur ein riesiges Massaker hier werden. Alternativ können wir auch einmal Gönner benutzen. Aber was soll's, die sind cool. Oh Drache, ich habe so eine Angst vor dir. Okay, scheiß Drache. Wir treffen wahrscheinlich nie. Ich werde wahrscheinlich auch nie treffen mit diesem Ding. Oh, ist der Drachenjäger, es ist so stark. Oh, was sollen wir denn tun? Ich weiß es auch nicht. Wir werden hier im Kreis fliegen, das werden wir tun. Und werden hier diesen Riesendrachen die ganze Zeit abfeuern. Kann das sein, dass der Drache mittlerweile voll oft nacheinander schießt? Der ist irgendwie immer als erster dran, kann das sein? Guck mal, der darf schon wieder. Oh, hallo Drache, der direkt vor meiner Nase ist. Aua. Ja, genau. Ja. Oh, aber der Drache hier aber auch, wa? Der darf auch ganz schön oft angreifen. Das sollte sich jemand anders ansehen. Das stimmt wohl, Rüdiger. Da hast du völlig recht. Wir schießen jetzt auch einfach weiter auf den Drachen drauf. Das ist der Einzige, der uns übrigens was tun kann hier oben. Die anderen kommen gar nicht an uns ran.
Die kommen nicht an uns ran. So, du blöder Drache, weißt du, ich schieße den ganzen Tag auf dir rum. Oh, hast du Angst vor Omi wieder? Oh ne, jetzt hat er keine Angst vor Omi. Eben ist er nicht weggeflogen.